Ja, damit herzlich willkommen an Chicos und Blablabla. jetzt ist ich und der Daiki dran. Und wir werden uns duellieren. Wer jetzt gedacht? Falls es euch jemand gemerkt haben sollte. Dafür wollen wir. Oh mein Gott, ich bin ein Film. Ah, und ich würfe als erstes. Und habe eine 3. Warum kriege ich immer die Zahl, die dort steht? Natürlich hast du eine 4. Du fängst an. Ich fange an, ich darf also nicht ziehen. Aha! Feuerformation Tenki. Ich rufe mir ein Mikazuchi auf die Hand. Und. Okay. Ja, Skyline ist mal wieder komplett der deutschen Sprache mächtig. Ja, ich merk schon. Wir haben voll dabei. Skyline ist schon wieder so ein richtiger Oberpro. Der lebt schon wieder auf einem anderen Stern. Deinen Handtrick, Alter. Und ich baue dir ein Schloss, das in den Wolken schwebt. Ich baue dir jetzt ein Grab davon. Oh! Ich hab mal ein Wort von ihm. Dann Tenki, da hat er 2000 ATK. Wie viel hat er jetzt? 2? 2. Okay. Dann nehme ich noch eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Der Trash Talk ist real. Downtaker hier. Yeah. Let's get the party started. Let's get the party started. War der Spezialbeschwörung? Nein. Nein. Der war normal Beschwörung. Den der Großmeister Hanzo? Mhm. Perfekt. Hole mir Ninja-Kunst der Verwandlung auf die Hand. Verdeckt. Beende. Mhm, ich ziehe. Ninja-Kunst der Verwandlung. Hi. Opfer Hanzo für einen finsteren Smog. Alter, als ob, du hässlicher. Ja, der Fab. Du Mongo! Du bist ein Fab, ne? Also kein Fan, sondern Fab. So, dann warte. Dann aktiviere ich Witcher und der Phönixflügel und werfe dir die Überlebenden ab und schick dir ihn auf dein Deck zurück. Wie viel hat ATK? 2,7. Das wird nicht reichen, oder? 2,7. Das reicht nicht. Da müssen wir was anderes machen. Gerade im Verteidigungsmodus. Und damit beende ich auch schon meinen Zug wieder. Oh, ich frag mich, warum solche Karte ich gleich ziehe. Der Großmeister Hanzo, Effekt. Alter, ich krieg jetzt gerade richtig aufs Maul. Ja, das hat nicht wahr. Ey, ich habe eben gerade zweimal gegen ihn gespielt, habe ich schon wieder gewonnen. Gegen mich? Ja. Wir haben einmal gespielt und das war mit dem neuen Deck. Ja, und gestern auch gestern gespielt. Gestern habe ich dich aber jedes Mal rasiert. Nein. Ich, doch klar, gestern Nein. Abend. Nein. Bist du vergesslich? Bist du dumm? Egal. Ja, okay, gut. Ninja Großmeister greift deinen Verdeck an. Du bist... Ninja kurz der Verwandlung. Hm, okay. Ich hab jetzt nicht so ganz verstanden, warum du mit deinem anderen Monster nicht angegriffen hast. Ich weiß nicht, was er da verdeckt hat. Also solange ich noch keine jetzt nicht. Ja, jetzt habe ich 2, jetzt ist mir egal. So, aber die sind jetzt beide weg. Hoffe ich zumindest. Schwarzes Loch. Ah ne, stopp. Regeki. Ah ne, stopp. Bin ich dran? Ja. Ach, ich bin schon die ganze Zeit dran. Ich habe gezogen, stimmt. Mikazuki. Buch des Mondes. Ab in die Verdeckte mit dir, du Schlumpf! Skyline wird heute richtig übel getrollt. Warte mal, das ist ein Kettenglied, ne? Ja. Dann kann ich den auch noch dranhängen. Und dann? Kann ich eine Zauberkarte oder Feinkarte zerstören. Mhm. Bäm! Und dann... Ja, war's ja schon wieder. Scheiße. Bin ich? Ja. Beschwörermönch, Effekt, werfe Aufschlag ab und hole mir dieses verdammte Rumgefäppe überall.
Kannst du dich doch mal ein bisschen durchdrehen? Weißt du, die sind hier hochkonzentriert, weil sie beide nicht letzter werden wollen. Ich greife mit dir die Angreifer dein verdecktes Monster an. Mit 2-7 direkt. Ja. Mainphase 2. Exit. Hole mir eine Arc. Du bist. Aktueller Zwischenstand. Sky hat nur noch 5300 Lebenspunkte. Da muss ich jetzt gegen eine Arc und einen Simok beweisen. Das wird nicht leicht. Nee. Aber er hat genügend Karten in seinem Deck, um das zu schaffen. Wenn er die richtigen Kombos zieht. Das ist ein bisschen cleverer anstellen. Ich werde zwar eine mächtige Karte dafür opfern müssen. Aber ich sehe, glaube ich, gerade keine andere Möglichkeit, als das zu tun, um halt etwas zu machen, was ich nicht tun will. Das ergibt keinen Sinn. Rasula im Angriffsmodus. Mhm. 2-7, 2-5. Mhm. Attacke auf Dinner. Hänger ihn ab. Genau. Das war mein Plan. Das heißt, 400 verliert er. Das heißt, kann ich jetzt eigentlich in der Battleface eine Feinkarte aktivieren und ja, trotzdem weiter angreifen? Hä? Hä? Wenn hast du schon angegriffen? Ja, ich bin aber noch in der Battleface und ich kann ja jetzt dementsprechend schon eine Feinkarte in der Battleface aktivieren. Ja, klar. Ja. Weil dadurch Monsterus kann das angreifen. Gut. Ruf der Gejagten. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht in der Battleface. Das stimmt, ja. Ist klar. Ja, so weit habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Ja, aber das funktioniert nicht. Ja, ist auch in Ordnung. Aber nicht so weiter schlimm. Nur, er kann halt damit seine Arc wenigstens mein Monster halt nicht zurücknehmen. Und dann rufe ich Kakotsuki. Mhm. Jo, was sind 5 Karten von meinem Deck auf dem Friedhof. Und für jede Bujin-Karte kriegt er 100 ATK extra. 1, 2, 3, 4, 5. Es ist immer eine Karte dazwischen. Egal, er hat jetzt 3000 ATK, also 2,5 plus 400 plus 100, ja. 3000 ATK. Und, ja gut, normale Schauung habe ich schon gemacht, angreifen kann ich nicht mehr, damit bist du dran. Geh die Kriegerin, greif ihn an. Ich glaube, ich habe gar nichts mehr. Das bringt mir nichts, Scheiße. Beide werden aus dem Spiel entfernt und ich krieg 1500 Schaden. Nein, ich hänge ab. Und jetzt? Wird er nicht zerstört? Wird er nicht zerstört, ja. Ja, aber er wird ja nicht zerstört, er wird ja entfernt. Ist er aus dem Spiel entfernt, ja, fuck, er wird aus dem Spiel entfernt. Kacke, Alter. 2-1 direkt, 2-7 direkt. Alter, fickt euch, beende mein Zug. Ende hier, Alter. Sky hat noch 500 Lebenspunkte. Ups. Ey, das ist so unnötig. Es ist einfach. Ach, es macht gerade keinen Spaß, ey. Der Spaß steht immer im Vordergrund. Nein, jetzt nicht! Hallo, wir sind gerade hart am Arbeiten. Ach komm, ja, dann kann ich aufgehen, kann ich nicht fahren. Ich schon verloren. Alles schön. Dam, dam, dam. Alter. Das war mal eine Niederlage. Niederschmetternd. Ich hab bis jetzt noch nichts gewonnen. Sehr nice. Schmetter, freut mich. Mach dich. So ist das Leben manchmal. Also, ja, mal gewinnt mal die Gegner. Mal gewinnt ihr, mal verliere ich. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Duell. Ich weiß keine Ahnung mehr. Ja, der Skyline darf gegen den Axel spielen. Achso, darf ich gleich hierbleiben. Ja. Gut, dann bis jetzt mal.